Hallo und Salam alaikum. Meine Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche und willkommen zum ersten Ramadan Special. Erstmal Ramadan Mubarak Karim. Ich wünsche euch einen Erkenntnis- und segenreichen Monat, inshallah. Ich beginne diesen Ramadan Special mit einem traditionellen marokkanischen Gebäck. Typische Ramadans-Gebäcke sind die, die oft mit Honig zubereitet werden. Bouchnira gehört zu den obligatorischen Ramadans-Gebäcke und stammt aus der, ja, ich sag mal dazu, Shbekia-Familie. Genannt wird die auch Shbekia Tlhleb, also übersetzt heißt es dann Milch-Shbekia. Der Unterschied zu Shbekia besteht darin, dass Bouchnira von der Zusammensetzung her leichter ist und die Verarbeitung fast komplett in eine Nudelmaschine durchgeführt wird. Und wie man ganz genau vorgeht, das werdet ihr jetzt sehen, nachdem ich euch kurz die Zutaten gezeigt habe. Also, wir haben hier 500 Gramm Mehl, 80 Gramm Sesam, der hier ist geröstet und sehr fein gemahlen, das ist ganz wichtig, 220 Milliliter lauwarme Milch, 100 Gramm weiche Butter, einen halben Teelöffel Salz, 5 Gramm Backpulver, 1 Teelöffel gemahlene Anissamen und außerdem brauchen wir für die Deko geröstete Sesamsamen und 1,5 Kilo Honig. Ich mache es heute ganz traditionell und arbeite in eine Gessa. Dafür mische ich zunächst alle trockenen Zutaten. Natürlich geht das auch in eine ganz normalen großen Schüssel. Eine Gessa ist übrigens diese große Schale, die ich hier benutze, wo sich Teige besonders gut mit der Hand kneten lassen. In eine Küchenmaschine lässt sich der Teig nicht so gut kneten, weil es eher ein fester Teig wird. Von daher ist es mit den Händen viel praktischer, weil man auch gleichzeitig die Konsistenz des Teiges direkt fühlen kann. Nachdem die Gewürze mit den anderen Zutaten vermischt sind, wird nun die Butter hinzugefügt und zunächst gut mit den Fingern eingearbeitet. Anschließend wird die Milch schrittweise hineingegossen und beinahe hätte ich den Zimt weggelassen, den hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Da kommt nämlich noch einen halben Teelöffel Zimt mit rein. Dann wird alles gut durchgeknetet, bis ein fester, glatter Teig entsteht. Es reicht, wenn der Teig nur 5 Minuten geknetet wird. Mehr braucht man hier nicht. Danach wird der Teig in 3 Kugeln eingeteilt, dann in Frischhaltefolie eingepackt und den lassen wir jetzt für 15 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. So lässt sich der Teig nachher problemlos ausrollen, ohne dass er sich wieder zusammenzieht. Nach dem Ruhen wird der Teig nochmal in 2 Hälften geteilt und zunächst leicht ausgerollt. Was man hier beachten muss, ist, dass der Teig wie bei Shbekia immer luftdicht verpackt bleiben muss, sonst trocknet in der Luft aus. Das führt wiederum dazu, dass der Teig sich in keinster Weise verarbeiten lässt. Das heißt, sobald man ihn ausrollen möchte, wird er sehr bröselig und brüchig. Beim Ausrollen wird die Arbeitsfläche überhaupt nicht mit Mehl bestäubt, weil der Teig das Mehl sonst aufsaugen würde und dadurch sehr hart wird. Wir benutzen erst dann Mehl, wenn wir den Teig durch die Walzen der Nudelmaschine drehen, um das Ankleben einfach zu vermeiden. Die Teighälfte wird, wie gesagt, zunächst mit einem Nudelholz längst ausgerollt und dann zusammengeklappt. Dieser Vorgang wird zweimal wiederholt, bis ein gerades Rechteck entsteht. Denn die parallelen Seiten müssen gerade und einheitlich sein. Dann wird der Teig jetzt einmal durch die Walze gedreht. Ich beginne zuerst mit der Stufe 2 und dann verringere ich den Abstand und stelle die Maschine auf der Stufe 3. Dort lassen wir den Teig einmal durchlaufen und dabei nicht vergessen, die Walzen der Maschine immer wieder mit Mehl zu bestäuben. Anschließend wechseln wir den Walzenvorsatz und drehen die Teigplatte durch den Spaghettivorsatz. Hier ist es viel besser, wenn man eigentlich zu zweit arbeitet, sodass die eine Person dreht und die andere den Teig entgegenhält.
Dann legen wir unseren Teig, der wie Spaghetti rausgekommen ist, ganz vorsichtig auf die Arbeitsfläche und achten darauf, dass der nicht so verschnörkelt liegt. So, und jetzt kommt der entscheidende Teil. Zunächst drücken wir den Anfang zusammen, lassen 3 bis 4 cm Abstand, je nachdem wie groß ihr die haben möchtet, und drücken wieder den Teigstrang zusammen. Und so fahren wir fort, bis wir das Ende erreicht haben. Dann schneiden wir die Abstände mit einem Messer, drücken erneut die Seiten etwas zusammen und legen die anschließend auf ein Blech. Und dort lassen wir die für eine Stunde Luft trocknen, bevor die ins heiße Ölbad kommen. Nach einer Stunde frittieren wir die Buschnichas im heißen Öl, bis sie goldbraun werden. Und tauchen sie direkt nach dem Frittiergang in Honig ein. Der Honig ist hier nur leicht erwärmt, um ihn etwas flüssiger zu bekommen. Wichtig ist, dass der nicht über 40 Grad erhitzt werden muss, denn bei Erhitzung ist es so, dass die Enzyme und die Vitamine dabei zerstört werden und somit verliert der Honig seine heilkräftigen Eigenschaften. Und gerade die werden im Ramadan gebraucht. Das Gebäck lassen wir für 10 Minuten im Honigbad. Danach werden die Buschnichas in einem Sieb gegeben und lassen die da noch abtropfen. Vor dem Servieren werden die Gebäckstücke nur noch mit Sesam bestreut und an dieser Stelle wünsche ich Psaudaha und einen guten Appetit. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es nachmachen werdet und mir euer Feedback dazu gibt. Das Rezept gibt es wie immer auf meinem Blog zu lesen. Und wenn ihr mehr vom Ramadan-Special sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Rezepte mehr zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!